Die News Show am heutigen 30. März 2022. Der Monat ist für der RTL TV so gut wie rum. Und ja, ihr merkt es wahrscheinlich, so ein bisschen weniger Bart ist heute geworden. Keine Sorge, wächst wieder nach. Sah nämlich, falls ihr es am Montag gesehen habt, etwas komisch aus. Nichtsdestotrotz gibt es Update heute unter anderem nämlich mit der Neuauflage von Takeshis Castle. Und die Inflation ist auf einem neuen Höchststand, und zwar nämlich auf dem neuen Höchststand seit mehr als 40 Jahren. Jetzt geht's los. Und damit willkommen zu News Show am heutigen Mittwoch. Die Mitte der Woche ist mal wieder erreicht, liebe Freunde. Und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser heutigen News Show an diesem wundervollen Mittwoch. Ja, es ist draußen schön gewesen zumindest, aber etwas kühler geworden. Und ja, zumindest sieht es aber auch in den nächsten Tagen nicht besser aus. Gibt es gleich heute auch noch im Wetter. Ja, ihr seht, Wadi ist etwas wieder kahler geworden, weil er gedacht hat, es wird wieder wärmer. Kannst du dir den Bart abrasieren? War sowieso so ein Quarantänebart, möchte ich auch nochmal sagen. Quarantänebart kann ich nicht machen, ich habe keine Badewanne, ich habe nur eine Dusche zu Hause. Aber das ist was anderes. Ja, wir kommen zu den News des Tages, natürlich auch wieder unter anderem vor allem mit dem Ukraine-Krieg. Da ist unter anderem zum Thema Gaszahlungen nämlich noch eine Eilmeldung reingekommen, über die ich natürlich mit euch später nochmal so ganz kurz noch reden werde. Blicken wir aber jetzt zum heutigen Mittwoch auf den 35. Tag im Ukraine-Krieg. Ja, immer noch tobt dieser schlimme Krieg eines Mannes, der selbst nicht, glaube ich, weiß, was er unbedingt will, außer Herrschaft, Chaos und Lügen verbreiten. Und wir schauen auf die aktuelle Entwicklung im Ukraine-Krieg. So gab es neueste Zahlen vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR nämlich. So sind nämlich seit Beginn des Krieges, war der von Russland aus ausgelöst wurde, sind seit dem Beginn vor jetzt fast fünf Wochen nämlich schon, ja, sind ja schon in der fünften Woche, 4,02 Millionen Menschen geflüchtet, haben das Land entsprechend verlassen. Zusätzlich sind nach Schätzungen der UN, der Vereinten Nationen, nämlich auch rund 6,5 Millionen Menschen innerhalb der Ukraine auf der Flucht. Also haben das Land nicht verlassen. Zumindest versuchen sie jetzt in Orte zu kommen, wo wenig oder sogar auch, wenn möglich, überhaupt nicht angegriffen wird von russischer Seite her. Heute sollte es eigentlich auch im Südosten der Ukraine eine drei Flucht Korridore geben. Das hat unter anderem die stellvertretende Ministerpräsidentin Irina Verentschuk heute gesagt. Es handelt sich dabei um die Fluchtrouten aus den Städten Berdjansk am Asowschen Meer und Melitopol. Dafür würden auch Busse in die umkämpften Städte fahren. Private Autos könnten sich der Buskolonne entsprechend auf dem Rückweg anschließen. Zudem würden auch Hilfsgüter in die Städte gebracht. Zusätzlich soll es auch ein Korridor für die Flucht von Zivilisten aus der Atomkraftwerkstatt Renaudar nahe Schafschaposchaja geben. Insgesamt haben die Ukraine und Russland insgesamt so 97 solcher Korridore für die am stärksten betroffenen Städte und Orte gebeten. Also dass da jetzt entsprechend nur drei jetzt heute funktionieren sollten, da ist zum aktuellen Stand der Dinge noch nichts genaueres bekannt. Außerdem meldete die russische Regierung in Moskau heute keinen Durchbruch bei der jüngsten Gesprächsrunde mit den Vertretern der Ukraine. Kremlsprecher Dmitri Piskow sagte in Moskau, es sei positiv zu bewerten, dass die Ukraine schriftliche Vorschläge eingereicht habe. Piskow sagte dazu, wir können nicht sagen, dass es etwas Vielversprechendes oder irgendwelche Durchbrüche gegeben hat. Entschuldigung, verschluckt. Ungeachtet der Fortschritte bei den Verhandlungen mit Russland über ein Ende des Krieges, bleibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auch weiterhin misstrauisch
man kann auch sagen, skeptisch gegenüber den russischen Vertretern. Diese Signale übertonen aber nicht die Explosion russischer Geschosse, sagte er in einer Videoansprache zur Ankündigung russischer Militärs, den Druck unter anderem oder den versuchten Einmarsch auf die Hauptstadt Kiew zu vermeiden. Weiter sagte er, der Feind befindet sich weiterhin auf unserem Gebiet. Und Realität sei auch, dass auch weiterhin Städte in der Ukraine belagert und beschossen werden. Und da blicken wir natürlich auch auf die Situation da drauf. Wie gesagt, dass ja angeblich ja Russland seine Truppen nun nach eigenen Angaben ja in den Osten des oder zumindest auch nach Angaben der ukrainischen Militärs nach Osten auslagert, ist wie gesagt, dass man nun um die Gegend von Kiew sich quasi abgezogen hat und nach Osten gegangen ist. Das sagte der Präsidentenberater von Volodymyr Zelensky, Oleksiy Astrovedich, heute im ukrainischen Fernsehen. Weitere russische Einheiten seien noch in Kiew verblieben, beziehungsweise bei Kiew verblieben. Sie sollten ukrainische Truppen binden und verhindern, dass diese als Verstärkung nach Osten verlegt werden. Aus der Gegend um Tscherniv zum Beispiel hätten sich die Truppen sich überhaupt noch gar nicht zurückgezogen. Dort in dieser Stadt ist nach Angaben der Ukraine in der Nacht weiterhin wieder, gab es wieder Angriffe. Tscherniv wurde die ganze Nacht bombardiert. Hallo Kati. Teilte der Gouverneur der Gegend Vyacheslav Chauhus über Telegram nämlich mit. Die Angriffe erfolgten demnach mit Artillerie und Flugzeugen. In Tscherniv sei die komplette zivile Infrastruktur zerstört worden und die Stadt sei immer noch ohne Wasser und ohne Strom. Außerdem hat die russische Armee, so heißt es auch aus ukrainischen Quellen unabhängig, ist das aber nicht möglich zu bestätigen, dass man die Stadt Nischin nämlich angegriffen haben soll. In der Region Chmelnytsk sind nach Angaben des Gouverneurs 3 Industrieanlagen durch russische Beschuss getroffen worden. Seri Hamalil gibt nicht bekannt, welche genau. Es sind aber Feuer entdeckt worden, sagte er, ob es auch Opfer gegeben hat, werde derzeit überprüft. Ja, der Gouverneur der Region Luhansk im Osten der Ukraine berichtete auch von schweren Artilleriebeschuss von Wohngebieten in der Ortschaft Lütjenjangst am heutigen Mittwochmorgen. Einige Hochhäuser sind dabei beschädigt worden, schrieb der Gouverneur auf Telegram. Man sei dabei, die Informationen über Opfer zu bestätigen. 4 Gebäude sind eingestürzt. Rettungskräfte versuchen auch noch Lebende zu retten. Und das russische Militär hat nach eigenen Angaben zufolge mit Boden-Boden-Raketen 2 Munitionslager im ostukrainischen Gebiet Donetsk zerstört. In dem Ort Kamjanka hat die ukrainische Armee wohl Munition für ihre Raketenartillerie gelagert, sagte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Insgesamt seien dort binnen 24 Stunden 64 militärische Objekte der Ukraine zerstört worden. Die Ukraine habe auch 3 Abwehrsysteme des Types S-300 und Bug verloren, sagte Generalmajor Konanchenkov. Außerdem hätten russische Raketen, die vom Flugzeug abgefeuert wurden, Treibstofflager bei Starko Kamjanswif und Chmelnytsk im Westen der Ukraine getroffen. Dies deckt sich mit Angaben der Ukraine, ukrainischen Behörden mit Raketenangriffen in der Region gleich. Ja, die Reaktion natürlich außerhalb Russlands und der Ukraine zu diesem Angriff. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat ja wegen der drohenden Versorgungslage nun die Frühwarnstufe des sogenannten Notfallplans Gas nun aktiviert. Kommen dazu später gleich auch noch, beziehungsweise gleich zu einer Einmeldung, dass es nämlich heißt, dass der russische Präsident Wladimir Putin auch Gaszahlungen weiterhin in Euro zulässt. Dazu später mehr. Außerdem kündigte Russland an, dass die Umstellung der Zahlungen, wie gesagt, heute dann diese Woche halt nicht stattfinden sollte. Es wird natürlich für Europa weiterhin in Euro ausgezahlt, ist nun entsprechend bekannt geworden, werde ich dann gleich euch auch noch entsprechend ergänzen. In einer ungewöhnlichen Reisewarnung hat das US-Außenministerium in Washington alle US-Amerikaner darauf hingewiesen, dass sie bei Reisen in Russland von den dortigen
dortigen Sicherheitsbehörden festgesetzt werden könnten. Angesichts der russischen Invasion in die Ukraine sei das Potenzial für Belästigung von US-Bürgern durch russische Sicherheitsdienste gestiegen, ebenso wie das gezielte Heraussondern und Festsetzen von US-Bürgern, heißt es. So heißt es auch weiter, alle US-Bürger, die in Russland wohnen oder reisen, sollten das Land umgehend verlassen. Außerdem hat der Westen Russland nun wegen der Auswirkungen seines Angriffskrieges weiterhin die globale Ernährungssicherheit schwer kritisiert. Der russische Präsident Putin hat diesen Krieg begonnen. Er hat diese weltweite Nahrungsmittelkrise verursacht, sagte die US-Vize-Außenministerin Wendy Sherman im UN-Sicherheitsrat. Der französische UN-Botschafter Nicolas de Rivière erklärte, Putins Krieg erhöhe das Risiko von Hungersnöten. So viel dann zu dem Stand der Dinge, was beim Ukraine-Krieg passiert. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der Meldung, die ich geplant habe. Aber so wie ich diesen Stream hier angeschmissen habe und so wie diese Sendung hier begonnen hat, könnte man eigentlich wegen dieser Meldung es eigentlich sein lassen. Trotzdem kommt es jetzt. Ja, denn klar ist natürlich, letzte Woche gab es ja die Drohung von Russlands Präsident Putin, dass Gaslieferungen nach Europa in Rubel gezahlt werden soll. Sollte eigentlich an diesem Donnerstag stattfinden. Doch jetzt, um es mal ein bisschen ausführlicher zu erklären, wie ich eigentlich berichten wollte, aber gleich noch eine Ergänzung dazu setze. Also bitte nicht wundern, wenn ihr dann gleich sagt, aber das hat Tagesschau auch anders gesagt, komme ich jetzt dazu. Denn klar ist, dass es nicht passieren wird, generell, dass natürlich die Gaszahlungen in Euro oder in Dollar auf Rubel umgestellt werden, das wird entsprechend nicht passieren. Denn einerseits ist natürlich klar, dass Dmitri Peskow, der Sprecher von Wladimir Putin, nämlich erstmal gesagt hat, das wird ein bisschen dauern, das wird ein langwieriger Prozess sein. Wann genau, ist nicht bekannt. Die Lieferung von Gas und die Bezahlung seien getrennte Prozesse, sagte der Kreml-Sprecher weiter. Die Anweisung von Präsident Putin, auf Rubelzahlungen umzustellen, gilt also für diese Woche erstmal nicht. Und dennoch will sich Putin aber erstmal morgen, oder wahrscheinlich tut er das, ob er das überhaupt noch tut, wird wahrscheinlich wohl nicht so sein. Dennoch wird er sich noch mit den Gasriesen Gazprom, mit den Vertretern von dort und der Zentralbank sich nämlich treffen, über den Stand der Dinge zu informieren. Das angekündigte Treffen und die Weigerung westlicher Staaten, auf Rubel umzustellen, haben ja unter anderem ja dafür ausgelöst, dass ja Russland seine Gaslieferung zügig einstellen konnte. Dessen hat ja dann auch der Bundeswirtschaftsminister die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas, die erste Frühwarnstufe, ja schon entsprechend aktiviert. Nun ist es aber so, dass nach Angaben der Bundesregierung nämlich, und das ist geradewegs eine frische Meldung, die wie gesagt vor ein paar Minuten vor Streamingstart und vor Sendungsbeginn nämlich reingekommen ist, hat nämlich nach Angaben der deutschen Bundesregierung Putin nämlich dem Bundeskanzler Olaf Scholz erklärt, dass die Bezahlungen der Gaslieferung weiterhin natürlich sich nichts ändern wird. Heißt natürlich, man wird weiterhin in Euro bezahlen, das Ganze wird aber dann in Rubel umgerechnet. Ja, also das soll nämlich passiert sein. In einem Telefonat mit zwischen Scholz und Putin wird es nämlich so ablaufen, dass, wie gesagt, sich beim Bezahlen der russischen Gaslieferung sich nichts ändern werde mit den europäischen Vertragspartnern. Das hat auch Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitgeteilt. Die Zahlungen würden demnach weiterhin in Euro getätigt und üblich an die Gazprom-Bank auch weiterhin überwiesen, die nicht von den Sanktionen betroffen sind. Also die natürlich von den Sanktionen betroffen sind, kriegen kein Geld, kein Euro. Die Bank wird das dann aber selbst entsprechen. Das heißt nicht, dass das dann die Bundesregierung machen muss oder Europa an sich, sondern dass das die Bank selbst dann von Euro in Rubel umkonvertieren wird, also umrechnen wird. Und damit ist eigentlich auch dieses Thema, was ich ja jetzt auch angekündigt habe, erstmal vom Tisch. Gaszahlungen wird es weiterhin getätigt werden, Gaslieferung ebenfalls. Heißt also, in diesem Sinne ist es natürlich so, dass unter anderem da sich erstmal nichts ändert. Aber, das ist halt aber ein großes Aber, da kann sich noch einiges ändern. Wer weiß, wie die Sanktion noch ablaufen wird. Es wird ja von einzelnen europäischen Ländern ja auch schon gefordert, dass man ja auch Sanktionen auf Gas- und Öllieferungen an Russland auch noch dazusetzen sollte.
Ja, und bezüglich dieses Kriegs in der Ukraine schaut es auch geradewegs nicht gut aus, was die Inflation in Deutschland angeht, denn sie ist weiter gestiegen im März. Ja, vor allem auch durch höhere Öl- und Gaspreise heißt natürlich vor allem lange Gesichter an den Tankstellen und natürlich auch bei der Gasrechnung jetzt. Und so wird voraussichtlich, das hat das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt, voraussichtlich die Inflation im März bei 7,3% liegen. Ja, so hoch war das beim letzten Mal vor mehr als 40 Jahren, da lebte ich noch nicht mal. Einige von euch oder alle, die jetzt gucken oder dass sie jetzt gucken, waren wahrscheinlich noch nicht auf der Welt, vielleicht der ein oder andere schon mit 1, 2, 3 Jahren. Denn das letzte Mal, dass die Inflation bei 7,3% in der Bundesrepublik war, war im Herbst 1981. Ja, 8 Jahre vor meiner Geburt. Ja, im Februar lag sie deutlich weiter unten, und zwar nämlich rund 2,2% weiter unten, nämlich bei 5,1%. Also geradewegs vor allem durch den Krieg in der Ukraine sind ja auch Öl- und Gaspreise ziemlich angestiegen. In den Bundesländern können wir natürlich auch schauen, dass da zum Beispiel halt vor allem der Vergleich da, also der Anstieg der Inflation in den Bundesländern, bei 2 Bundesländern sogar über dem Bundesdurchschnitt ist, nämlich einmal Nordrhein-Westfalen. Dort steigt nämlich die Teuerungsrate in diesem Monat für den März auf 7,6%, in Hessen sogar auf 8%, und das ist wiederum der höchste Wert seit mehr als fast 5 Jahrzehnten, seit 50 Jahren. Nämlich das letzte Mal, dass es in NRW so hoch war mit 7,6% Inflation, war im Jahr 1973. In Hessen das letzte Mal bei 8% mit dem höchsten Wert seit 1974 das letzte Mal. Also wirklich fast 40 Jahre, 50 Jahre her, muss man so sagen. Klar ist natürlich auch die drastische Erhöhung nicht nur beim Tanken und beim Heizen, sondern auch vor allem nämlich bei den Nahrungsmitteln. Die haben sich innerhalb eines Jahres sich nämlich um 6,2% verteuert. Und nach den vorläufigen Daten der Statistiker vom Bundesstaat, also von dem Statistischen Bundesamt, so heißt es richtig, mussten die Menschen in Deutschland im März 39,5% mehr Haushaltsenergie und Kraftstoffe ausgeben als im Vergleich zum März 2021. Ja, wo es trotzdem den Ukraine-Konflikt gab, aber Putin, glaube ich, wohl noch lange nicht die Idee hatte, in die Ukraine einzumarschieren. Mit einer Entspannung rechnen die Volkswirte aber noch lange nicht, und das ifo-Institut hatte auch eine Umfrage rausgebracht, wo nämlich immer mehr Firmen in den nächsten 3 Monaten nämlich ihre Preise erhöhen wollen. Also ist das natürlich geradewegs nicht gut, vor allem auch die Kaufkraft wird darunter leiden. Und Ökonomen rechnen auch für dieses gesamte Jahr 2022, Entschuldigung, 2022 auch mit einer durchschnittlichen Teuerungsrate von mehr als 6%. Und das wäre der höchste Wert seit der deutschen Wiedervereinigung vor 32 Jahren. In den westlichen Bundesländern, also in den alten Bundesländern, hatte ja zuletzt das Ganze, wie gesagt, ja im Jahr 1986 mit einer 6 vorne gelegen. Und zwar nämlich gab es damals 6,3% Inflation. Also ist das ein neuester Höchststand. Und nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen müssen sich die Menschen in Europas größter Volkswirtschaft auch wegen der Folgen dieses Ukraine-Krieges, wegen dieses Krieges, auf dauerhaft höhere Energiepreise einstellen. Inflationsraten schmälern die Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil sie sich für einen Euro dann weniger leisten können. Und das kann den privaten Konsum dämpfen und damit die Erholung der Wirtschaft nach dem Corona-Einbruch ausbremsen. Entschuldigung, mein Abendessen. Heißt also entsprechend, dass wirklich geradewegs das, was jetzt wieder aufgebaut wurde, nachdem das wegen Corona alles, sagen wir mal, nach unten gegangen ist, entweder langsam wird oder sogar ja auch wieder nach unten gehen könnte. Die EZB hat ja auch reagiert. Sie strebt ja für den Euroraum insgesamt ja stabile Preise bei einer jährlichen Teuerungsrate von 2% an. Und die Währungshüter Europas, die rechneten zuletzt ja auch für den Währungsraum, also für die Staaten in der Europäischen Union, die den Euro als Zahlungsmittel haben, nämlich im laufenden Jahr mit einer Teuerungsrate von 5,1%. Ja, es wird alles immer teurer, es wird auch alles immer schwieriger.
Und vor allem natürlich ist es auch ziemlich schwierig, vor allem, und damit mache ich jetzt eine Überleitung, nämlich zu Corona, nämlich für die Pflegekräfte. Bevor wir aber dazu kommen, schauen wir auf die Corona-Zahlen, nämlich, so schauen sie aus für die vergangenen 24 Stunden, nämlich. So gab es jetzt 268.477 Neuinfektionen. Somit gibt es insgesamt, die dem Robert-Koch-Institut gemeldet wurden, 20.829.608 Corona-Infektionen. Die Zahl der Todesfälle, die ist um 348 in den vergangenen 24 Stunden auf nun 129.112 gestiegen. Die Genesenen bundesweit liegen bei geschätzt 16.319.700. Einen hört ihr gerade. Die 7-Tages-Inzidenz bundesweit, sie ist gesunken auf nun 1.663,0. Die 7-Tages-Inzidenz der Hospitalisierung, die liegt bei 7,21. Schauen wir auf die Bundesländer. Da gibt es zumindest, was der Höchststand nämlich angibt, was Neues. Montag haben wir über das Saarland geredet, da über die Wahl, und jetzt reden wir bei Corona über das Saarland. Zumindest was die höchste Inzidenz der Neuinfektion angeht. 2232,2. Prost. Und Berlin natürlich weiterhin schlusslich, nämlich das Bundesland mit der niedrigsten Inzidenz mit 1005,4. Unter Ausrufezeichen Corona-Zahlen findet ihr alle Zahlen im Überblick für Deutschland, natürlich aber auch die internationalen Zahlen, die kommen von der Johns Hopkins Universität. Kommen wir aber jetzt entsprechend zu einem Versprechen, was die Ampelkoalition jetzt Ende November nämlich machen wollte, und zwar nämlich, dass vor allem die Pflegekräfte jetzt mehr Geld bekommen. Und klar ist natürlich, diese Pandemie hat gezeigt, dass unser Gesundheitssystem im Arsch ist, kaputt. Vor allem, dass die Pfleger kaputt sind, vor allem, dass das Gesundheit, dass die Menschen, die in dem Gesundheitssystem arbeiten, kaputt sind. Und na klar ist natürlich, wir haben erst alle applaudiert, doch vom Applaudieren kann sich eine Pflegerin oder ein Pfleger oder auch eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger sich nichts leisten. Weswegen sie natürlich dann jetzt auch nochmal einen finanziellen Bonus bekommen. Bis Mitte des Jahres soll er nun auch ausgezahlt werden, und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte aber auch, dass man der Pflege etwas schulde, das sagte der SPD-Politiker grob. Die Beschäftigten hätten in der Pandemie Außerordentliches geleistet. Ohne sie wäre Deutschland nicht im Vergleich zu anderen Ländern gut durch die Krise gekommen. Ja, von dem Bonus sollen laut dem Gesundheitsminister 1,5 Millionen Beschäftigte profitieren. Das Gesetz, das das Bundeskabinett zumindest heute verabschiedet hat, also ist noch lange nichts durch, denn der Bundestag muss noch darüber abstimmen, sieht nämlich folgendermaßen aus, dass 500 Millionen Euro nun für die Krankenhäuser nämlich geben wird, also nicht für jedes Einzelne, sondern insgesamt 500 Millionen Euro kriegen nämlich die Krankenhäuser, die nämlich besonders viele Corona-Patienten nämlich Aufnahmen nehmen mussten, vor allem die auch beatmet werden mussten, also die in den Intensivstationen gelegen haben. Und nach Berechnungen des Bundesgesundheitsministeriums, das sind Gott sei Dank Zahlen, die ja nun frisch veröffentlicht wurden, sind es 837 Kliniken in Deutschland, die davon betroffen sind. Also man kann sich das schön, diese 500 Millionen zumindest, wie gesagt, dann damit teilen. Wie hoch der Bonus genau ausfällt, das soll jetzt noch berechnet werden. Aber laut diesem Gesetz, was das Kabinett heute beschlossen hat, soll der Bonus für die Beschäftigten in der Intensivpflege nun um das 1,5-fache höher liegen als für die anderen. Lauterbach schätzt ungefähr, dass es 1.700 für die Fachpflegekräfte und etwa 2.500 Euro für die Intensivkräfte geben wird. Also zumindest etwas Geld, was zumindest gut aussehen sollte. Außerdem sollen weitere 500 Millionen Euro an die Beschäftigten in Altenpflegeeinrichtungen nämlich gehen, die zwischen November 2020 und Ende Juni 2022, also das läuft ja noch, weil das wird ja auch erst im Jahresmitte ausbezahlt, also im Juli, mindestens 3 Monate in einem Heim gearbeitet haben, und Altenpflegekräfte, die Vollzeit in der Betreuung und Pflege arbeiten, sollen den Höchstsatz von 550 Euro bis zu 730 Euro bekommen, wer mindestens zu einem Viertel der Arbeitszeit in der Pflege und in der Betreuung auch entsprechend eingesetzt war. Aber auch die Auszubildenden, die Helferinnen und Helfer, aber auch Beschäftigte, die über Leiharbeitsfirmen da waren, sowie auch Servicegesellschaften, sowie diejenigen, die Freiwilligendienst leisteten, sollen ebenfalls einen Bonus erhalten. Aber natürlich gibt es zu diesen guten Nachrichten auch natürlich Kritik.
Man kann sie gut nennen, man kann sie auch schlecht nennen. Schlecht nennt sie nämlich vor allem die Lebenshilfe, nämlich die Beschäftigten in der Behindertenhilfe seien wieder übergangen worden. Das sagte die Lebenshilfe-Vorsitzende Ulla Schmidt. Wir sind tief enttäuscht. Die Beschäftigten hätten während des Lockdowns die Menschen rund um die Uhr versorgt und hätten deswegen wie in den Krankenhäusern eine Anerkennung verdient, sagte das. Und die Stiftung Patientenschutz wirft der Bundesregierung auch vor, sie vergifte die Stimmung unter den Pflegeberufen. Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brüsch, sagte zur katholischen Nachrichtenagentur, diese Mini-Prämie zeigt die mangelnde Anerkennung des Bundesgesundheitsministers. Man muss auch im Übrigen bedenken, dass wir, wie gesagt, ja von drei Parteien regiert werden und eine Partei ja eher den Zugang zum Geldhahn hat und nicht die, die das Bundesgesundheitsministerium stellt. Das nur mal so als kurze Info. Dennoch kritisiert Brüsch auch weiter, engagierte Mitarbeiter werden außen vor gelassen, die sich etwa um Krebs, Schlaganfall oder Herzinfarktpatienten kümmern. Und natürlich sicherte auch der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dazu auch heute zu, die Regierung wolle nicht beim Bonus stehen bleiben, sondern die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern. Das hat ja auch Lauterbach ja auch selbst gesagt, als er ja entsprechend sein Amt als Bundesgesundheitsminister, als er das von Jens Spahn im Übrigen übernommen hatte, dem Energieexperten Jens Spahn, dass man die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern möchte. Dazu gehöre auch ein Prüfen der Personalbemessungsgrenze und Lauterbach versicherte auch, es wird mit großem Tempo und zunehmender Dynamik an dem Thema gearbeitet. Auch die Vorgängerregierung nämlich, an der ja auch die SPD beteiligt war, aber als Juniorpartner, aber das unter der Führung von CDU/CSU ja gemacht wurde, hatte ja den Pflegenotstand beenden wollen und einige Stellen könnten durch die geflüchteten Menschen sogar aus der Ukraine schnell besetzt werden. Lauterbach sagte, man werde ihre Berufsabschlüsse relativ schnell prüfen und auch entsprechend anerkennen. Das ist natürlich auch eine sehr gute Sache, geradewegs für die, die halt entsprechend in die Pflege wollen oder auch wieder arbeiten wollen und vielleicht in der Ukraine sogar in der Pflege waren. Also es ist zumindest eine sehr gute Sache, die es dort zumindest dann auch noch gibt, die man den Flüchtlingen dann auch noch antun kann, die dann auch wieder arbeiten wollen. Ja, jetzt kommen wir in den Bereich Entertainment und Medien und es gibt eine gute Nachricht für die, die wahrscheinlich noch die Sendung Takeshis Castle nämlich kennen. Ja. Lief ganz früher in Ende der 1980er Jahre im japanischen Fernsehen, Ende der 1990er Jahre dann bei uns in Deutschland bei DSF, ne? Takeshis Castle. Und ja, es gibt ja auch derweil inzwischen eine Neuauflage, aber in Thailand, in der Nähe von Ganzland im Übrigen, kleiner Witz, dass Comedy Central ja selbst eine Version oder zumindest in Deutschland zumindest eine Takeshis Castle Version aus Thailand nämlich zeigt, die von im Übrigen Oliver Kalkofe kommentiert wird. Ne? Nicht jedem gefällt sie, aber sie ist auch ziemlich lustig. Ich habe da eine Folge mal von geguckt, fand ich interessant. Nun aber soll, und das ist das Besondere, Amazon daran nämlich jetzt arbeiten, dass es eine Neuauflage des Klassikers aus Japan nämlich geben soll. Kein Scherz, man will es wirklich machen. Ja, zwei Formate, man setzt wie gesagt auf zwei, vor allem wie gesagt auf ein Format, das nennt sich unter anderem Takeshis Castle Project nämlich. Prime Video hat da nämlich unter diesem Arbeitstitel das Ganze nämlich in Auftrag gegeben, dass es eine Neuauflage sein soll. Ob es danach dann am Ende auch Takeshis Castle einfach heißen wird, weiß man es nicht. Vor allem soll dann wie gesagt im kommenden Jahr, die nicht nur in Japan, sondern auch in allen Märkten nämlich, wo Prime Video verfügbar ist, also auch hier in Deutschland, dann das neue Takeshis Castle zu sehen sein. Takaya Hakayawa, der Leiter von Japan Originals bei Prime Video, sagte unter anderem, diese ikonische japanische Serie fasziniert Menschen auf der ganzen Welt und überwindet Sprachen und kulturellen Barrieren. Wir hoffen, dass Kunden jedes Alters dies tun werden. Ja, und Erika North, die Leiterin Originals bei Amazon Prime Video für den Asien-Pazifik-Raum, sie sagte dazu, Takeshis Castle ist eine der weltweit etabliertesten Marken ohne Drehbuch aus den 80er Jahren und wir freuen uns über die Partnerschaft mit Takeshi Kitano und TBS, um diesen Neustart zum Leben zu erwecken. Denn um diese beiden Namen, beziehungsweise den Namen Takeshi Kitano und TBS nämlich zu erklären, Takeshi Kitano, Takeshis Castle, geht Licht auf? Wenn nicht, tut das feuchte Streichholz weg. Takeshi Kitano ist der Macher. Ja,
Und TBS ist der Sender, der es früher gezeigt hat. Also, man hat zumindest die Verantwortlichen von früher auch noch an Bord. Und dieses Fernsehereignis, so sagte das Erica North noch weiter, dass man gesehen haben muss, wird mit Sicherheit die Fantasie einer neuen Generation von Zuschauern anregen und die ursprünglichen Fans der Show begeistern, wenn wir 2023 in über 240 Ländern und Gebieten auf Prime Video starten. Ja, man muss es wirklich so sagen, das Ganze lief ja nur 3 Jahre. Und wie funktioniert das für die, die es wirklich nicht kennen, an die Jungen da draußen, die doppelt so jung sind wie ich, also null, nee, die Hälfte, also die nicht so, also die sagen wir mal 20 Jahre jünger sind als ich. Takeshis Castle funktioniert nämlich so, dass nämlich 100 Kandidatinnen und Kandidaten über zahlreiche Spiele nämlich antreten und versuchen, 1 Million Yen zu gewinnen. Das war zumindest früher so. Und dass natürlich Parcours und viele lustige Dinge halt rumlaufen mussten, um natürlich den Fürst Takeshi zu besiegen. Und das Finale war natürlich dann mit den verbliebenen von den 100, dann natürlich, General Lee war es im Übrigen früher, dann entsprechend das Schloss zu erobern. Das hat sehr, sehr selten funktioniert, aber man muss wirklich sagen, die ganzen Missionen, die ganzen anderen Sachen, die dort nämlich unter anderem zu sehen waren, die sind nämlich sehr Kult gewesen und vor allem auch für meine Wenigkeit, der das früher bei DSF vor 23, 24 Jahren gesehen hat, ist auch schon was ganz Besonderes. Wie gesagt, das Ganze lief in 150 Ländern und Regionen, darunter auch natürlich in Großbritannien und in den USA. Natürlich auch, wie gesagt, hier in Deutschland. Und das ist unter anderem, man muss es ja so sagen, Takeshis Castle ist unter anderem auch die Mutter aller Action-Game-Shows, die folgten. Nämlich Ende der 80er Jahre gab es dann nämlich erst American Gladiators und dann natürlich in den USA, was wir heute kennen, Ninja Warrior. Just saying, mehr nicht. Ja, sind wir gespannt im nächsten Jahr, Takeshis Castle. Neu auf Prime Video. Man muss im Übrigen sagen, wäre im Übrigen, für mein Wissen im Übrigen, nicht die erste Sendung oder das erste Format, was jetzt vom Fernsehen ins Streaming nämlich wandert. Denn in Deutschland zum Beispiel Binge Reloaded. Wem sagt das was? Wahrscheinlich nichts. Das ist die Streaming-Version von Prime Video von Switch Reloaded. Ja, also da auch entsprechend nur das nächste Format, was vom Fernseher auf das Streaming-Device quasi umgeht. Also vom Fernseher auf den Fernseher eigentlich. Ja, von linear auf jederzeit. Kann man auch so sagen. Ja. Und jederzeit kann man auch zocken. Und deswegen kommen wir jetzt zu 2 Gaming-News, die nicht von heute sind, aber zumindest auch ziemlich wichtig waren und sind, um darüber zu reden. Einerseits nämlich um eine Neuauflage, sondern um die Fortsetzung von The Legend of Zelda Breath of the Wild nämlich zu reden. Denn gestern ist über die Social-Media-Kanäle und auch über YouTube, über den Nintendo-Account nämlich ein Video veröffentlicht worden mit einer schlechten Nachricht für die, die auf den Nachfolger von Breath of the Wild nämlich warten. Denn Produzent Eiji Aonuma hat nämlich bekannt gegeben, man verschiebt es um ein Jahr. Ja, anstatt 2022 wird der Nachfolger von Breath of the Wild erst im nächsten Jahr erscheinen, exklusiv natürlich für die Nintendo Switch. In allererster Linie möchte sich natürlich auch Aonuma bei allen Fans erstmal entschuldigen, dass die sich auf dieses Spiel in diesem Jahr gefreut haben. Viele werden wahrscheinlich jetzt sagen, warum Nintendo? Andere sagen, lieber noch mal ein bisschen länger daran arbeiten, anstatt irgendwie ein Spiel rauszubringen, was überhaupt nicht richtig funktionieren wird am Ende. Kennt man ja jetzt seit Corona so inzwischen, aber es war auch schon vor Corona so, also ist das jetzt auch nichts Neues. Dennoch, was schon bekannt ist, ist unter anderem, dass zwischen Breath of the Wild und dem Nachfolger, der eigentlich im Moment für viele einfach Breath of the Wild 2 nämlich heißt, 6 Jahre liegen werden. Ja, gezeigt wurde auch im Übrigen, wie gesagt, das alles, also die Ankündigung im Übrigen von dem zweiten von dem Nachfolger von Breath of the Wild, dem Sequel, war im Übrigen vor 3 Jahren. Ja, vor 3 Jahren. Das heißt, erst 4 Jahre nach der Ankündigung wird das Spiel erscheinen. Neben den bekannten Szenen aus den letzten Trailern, die es auch im Video zu geben war, waren aber auch noch ein paar andere Bilder zu sehen. Man sah nämlich auch frische Bilder. Das habe ich jetzt leider aus Zeitdruck nicht vorbereiten können, aber ich kann unter anderem sagen, dass man zum Beispiel nämlich für einige Sekunden Link nämlich sehen konnte und ein zerstörtes Masterschwert, das er in seiner Hand hielt.
Interessant, würde man sagen. Ja, seit dem Beginn der Entwicklung hat ja Nintendo so oder so kaum etwas gesagt, weil alle haben gehofft, Gamescom, gibt's was Neues zu Breath of the Wild? Nein. E3? Nein. Gamescom? Nein. Und jetzt sind wir hier und das heißt, ja, später kommt es raus. Ja, der letzte Trailer dazu wurde ja im Sommer 2021 gezeigt, also noch nicht so lange her. Der Titel des Spiels ist aber auch weiterhin ein Geheimnis, weswegen ja viele einfach auch weiterhin sagen, namens Don Pedro, einfach es auch weiterhin Breath of the Wild 2 nämlich nennen. In der Ankündigung sprach aber auch der Produzent von Nintendo auch noch über einige Dinge, auf die sich die Fans ja auch freuen dürfen. Zitat: Das Abenteuer in diesem Spiel wird nicht wie im ersten Teil nur auf der Erdoberfläche stattfinden, sondern auch am Himmel darüber. Die erweiterte Welt geht jedoch noch darüber hinaus. Und es wird eine Reihe weiterer Features geben, an denen Sie sich freuen können. Darunter neue Begegnungen und neue Gameplay-Elemente. Ja, was es sein wird, sehen wir es erst im Sommer diesen Jahres oder vielleicht auch sogar erst zum Jahresende, wenn dann auch offiziell Titel, Datum und ein bisschen mehr zu sehen sein wird. Das weiß nur Nintendo. Da können wir nicht so viel sagen. Deswegen abwarten und ACE-Saft trinken. Ja, was aber auch noch eine Ankündigung, zumindest gestern nämlich war, war von Sony. Ja, denn es ist schon etwas länger nämlich in der Gerüchteblase nämlich gewesen, dass Sony nämlich PlayStation Now und PlayStation Plus zusammen machen will. Nein, zusammen fädeln will in ein System, in ein Abo-System. Das ist nun passiert. Das Ganze wird aber auch nun einen bekannten Namen tragen. PlayStation Plus. So sieht es nämlich aus. Ja, das ist jetzt nun gestern zumindest bekannt geworden. Ein Starttermin gibt es auch schon. Im Juni dieses Jahres soll es an den Start gehen. Erstmal in Asien, später dann auch in Europa und natürlich dann auch noch über die ganze Welt. Und klar ist natürlich auch, dass es drei Abo-Modelle geben wird. Drei Stück. Das erste ist das Accessional-Abonnement-Mitgliedschaft, wie man es nennen kann. Das ersetzt nämlich die bisherigen PlayStation Plus-Vorteile. Das heißt, die unter anderem, ich erwähne es jetzt schon mal, dass die nämlich PlayStation Plus schon haben, das dann haben werden, dieses Essential-Paket. Da dürfen sich dann Abonnenten dann nämlich darüber freuen. So können die nämlich ohne weitere Kosten zum Beispiel, wie gesagt, PlayStation 4 und PlayStation 5 Spiele. Also sprich, es gibt wieder weiterhin zwei monatlich herunterladbare Spiele. Es gibt weiterhin exklusive Rabatte, die man dann nutzen kann. Also ein paar Spiele gibt es dann für PS4, PS5 also kostengünstiger. Und auch der Cloud-Speicher für gespeicherte Spiele wird dabei sein. Außerdem kriegt man dann natürlich auch weiterhin Online-Multiplayer-Zugriff. Und ja, das wird ziemlich interessant sein. Das zweite, was nämlich kommt, ist dann nämlich das PlayStation Plus Extra nämlich, so wird es heißen. Das wird unter anderem nämlich, so wird es nämlich sein, PlayStation Now nämlich ersetzen. Also das heißt, die PlayStation Now wiederum haben, werden dann entsprechend ins PlayStation Plus Extra nämlich reingesetzt. Und zwar dann so, dass alle erstmal natürlich klar die Vorteile des Essential-Tarifs erstmal bekommen. Dann wird ein Katalog von bis zu 400 unterhaltsamen PS4 und PS5-Spiele dazukommen, darunter auch Blockbuster-Hits aus dem PlayStation-Studio-Katalog von Drittanbietern vor allem und Spiele, die Teils des Extra-Tarifs sind, die auch heruntergeladen werden können. Auch unter anderem sehr gut. Ja, und natürlich dann, und das ist unter anderem, ich kann es schon mal sagen, das teuerste Modell, das Premium-Modell. Das beinhaltet die anderen beiden Modelle dazu. Dazu gibt es aber auch noch 340 zusätzliche Spiele, darunter auch noch PlayStation 3-Spiele. Ja, die über den Cloud-Streaming-Dienst verfügbar sein werden. Und es gibt auch einen Katalog mit beliebten Spieleklassikern von PlayStation 1, PlayStation 2 und der PlayStation Portable, also dem Handheld von Sony, die entweder als Download verfügbar sein werden oder sogar als Streaming. Und auch der Cloud-Streaming-Zugriff für originale PS1, 2, PSP und PS4-Spiele, die sind dann, die in den Extra-Tarifen und Premium in den Märkten auch angeboten werden. Die werden dann auch natürlich bei PlayStation, also wie gesagt, in denen auch PlayStation Now derzeit verfügbar ist, wird es auch noch dazu geben. Und Kunden können Spiele mit PS4 und PS5-Konsolen sowie aber auch mit dem PC streamen.
Interessant, ja. Und in diesem Tarif werden auch zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen dann angeboten, sodass man natürlich selbst, wenn man dieses PlayStation Plus Premium nämlich hat, erstmal gucken kann, kaufe ich es mir oder kaufe ich es mir nicht. Also sprich, es wird entsprechend eine Demo freigegeben, wo ihr dann spielen könnt, für eine begrenzte Zeit wahrscheinlich auch, um zu sagen, kaufe ich es mir oder kaufe ich es mir nicht. Also, dass man da sich dann auch entsprechend Geld spart. Geld muss man sowieso bezahlen, auch für die drei Systeme. Fürs Essential-Paket zahlt man entweder 8,99 monatlich, 24,99 vierteljährlich oder im Jahr 59,99. Für das PlayStation Plus Extra zahlt man im Monat 13,99, 39,99 im Vierteljahr oder 99,99 im Jahr. Und das Premium-Paket von PlayStation Plus wird dann entsprechend 16,99 im Monat kosten, 49,99 vierteljährlich oder 119,99 €. Also zwischen, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, für den Monatspreis zwischen 8,99 € monatlich und 17, also 8, 7, 9 € monatlich und 17 € monatlich hin zwischen 60 € jährlich und 120 € jährlich. Also das sind Preise, wo man sich sagen muss, tue ich es mir an oder auch nicht. Es ist ja auch schon etwas länger bekannt gewesen, dass Sony ja unter anderem ja seine, wie gesagt, also PlayStation Plus und PlayStation Now zusammenführen wollte. Und wie gesagt, die da halt entsprechend Mitglied sind, werden auch wohl entsprechend kontaktiert, um natürlich zu gucken, hey, wo komme ich jetzt wie rein? Weil das alles und so weiter und so fort, weswegen man das sagen kann. Welche Spiele aber das zum Beispiel bei in der Retro-Bibliothek sein werden oder so, da hat Sony noch gar nichts gesagt. Das heißt, da wird Sony sich wahrscheinlich nur noch eine State of Play im besten Falle sich noch, sagen wir mal, dazu einfallen lassen. Ist wohl auch wahrscheinlich, vielleicht auch sogar irgendwie im Rahmen der Gamescom oder ja, ne, obwohl eher der E3, aber obwohl sie, ich glaube, selbst nicht mal da, wahrscheinlich irgendwann so vor dem Release noch definitiv ist natürlich klar, gibt es dann zumindest die Infos dazu. Erst in Asien, dann in Europa, also abwarten, was dann Sony uns noch da so anbieten wird. Ja, und jetzt kommen wir zum Testspiel von gestern, denn in diesen Tagen fanden ja die Playoffs statt zur Fußball-WM. Polen unter anderem und Portugal sind mit dabei in Katar. Und ja, gestern hat auch die deutsche Fußballnationalmannschaft gespielt gegen die Niederlande, gegen Holland. Ja, in einem sogar vollem Stadion nämlich, denn Holland hat nämlich vor wenigen Tagen die Corona-Maßnahmen aufgehoben, sodass 50.000 Menschen unter anderem im Stadion nämlich waren. Und Deutschland hat gestern nicht gewonnen, aber auch nicht verloren. Heißt also weiterhin eine weiße Weste für Hansi Flick, aber es ging gestern das Spiel 1:1 nämlich aus. Thomas Müller hatte nämlich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für den 1:0-Treffer erstmal gesorgt. Das war im Übrigen auch der 43. das 43. Länderspieltor des Bayern-Spielers und zieht damit nun auch, um mal ein bisschen so in Fun Fact und Statistiken mal reinzugucken, mit Uwe Seeler nämlich gleich, der ebenfalls 43 Ländertore nämlich gemacht hatte. Doch bis zur 68. Minute konnte sich Deutschland über eine Führung freuen. Dann kam aber Steven Bergwijn und der glich natürlich aus und verwertete Flick einen Triumph über Louis van Gaal, dem Firebeast nämlich, den er ja mehrfach als Vorbild gewürdigt hatte, nun aus. In der Schlussphase drohte ja auch sogar die Begegnung komplett zu kippen, sodass die Niederländer auch sogar die Chance gehabt hätten, gegen Deutschland zu gewinnen. Nach einigen Wechseln machte sich dann aber auch bemerkbar, dass nämlich der Bundestrainer Hansi Flick insgesamt 10 teilweise sehr namenhafte Spieler fehlten. Ja, das ist auch nämlich klar. Und vor allem zeigte sich auch Jamal Musiala als Ersatz für Joshua Kimmich, der ja nicht mit zur Nationalmannschaft gereist ist, weil er zum dritten Mal Vater wird, zeigte sich auch als gute Alternative auf der 6. Der Youngster vom FC Bayern ja behauptete auch die Bälle auf engstem Raum und demonstrierte auch eine starke Technik. Zwar gehörte die erste Chance der Oranier, als Teuton Koopmeiners per Kopf an Manuel Neuer nämlich scheiterte, das nach 6 Minuten schon. Aber Leroy Sané in der 12. und Kai Havertz in der 19. hatten auch gute Gelegenheiten, um die deutsche Mannschaft schon in Führung zu bringen. Von Timo Werner wollte Flick auch sehen, wie er sich gegen starke Abwehrspieler beweist. Der Stürmer des FC Chelsea traf ja nach einer Flanke von Raum an der Unterkante der Latte nach 21 Minuten, stand aber entsprechend im Abseits. Wenig später reklamierte
er Elfmeter, als er nach kurzem Kontakt von Dortmunds Donnel Malen zu leicht gefallen ist. Malen vergab dann das mögliche 1:0, dann schlug aber dann in der Verlängerung der ersten Halbzeit Thomas Müller zu. Werners feinen Pass in die Tiefe brachte Musiala scharf nach innen, wo er dann, wo der von Havertz bedrängte Tyriel Malachia Richtung Elfmeterpunkt direkt zu Müller geklärt hatte. Und dessen harter Schuss ließ dem Freiburger Marc Flecken im Oranje-Tor dann entsprechend keine Chance. 1:0 stand es dann dort für die deutsche Mannschaft. Fast unmittelbar nach dem Seitenwechsel hatte Raum nach einem Zuckerpass des bis dahin schwachen Sané die Möglichkeit sogar zu einem 2:0 für Deutschland. Doch der Hoffenheimer verzog freistehend die Gastgeber öffneten nun zunehmend auch dann ihr Spiel, was dann auch der Nationalmannschaft auch Räume gab, doch diese wurden zu selten auch genutzt, unter anderem in der 62. Minute, da vergab Jamal Musiala nämlich per Kopf. Das rächte sich dann und als die Niederlande dann wie aus dem Nichts zugeschlagen hatten, Raum verlor dann einen Kopfball, Duell unter anderem, Kamera aus? Nein, kann nicht sein. Kann nicht sein, oder? Nee. Meine Kamera ist nicht aus. Das wäre ein bisschen lustig. Meine Kamera ist nicht aus. Definitiv nicht. Egal. Es rächte sich entsprechend, nachdem ja dann die Niederlande umschalten konnte. Es gab ja dann auch ein Kopfballduell mit Dennis Dumfries und Bergwijn natürlich auch. Nicht zwischen den beiden, aber die hatten dann eins und kurz darauf war dann auch Deutschland im Glück, als der unparteiische, also der Schiedsrichter Craig Parfson aus England einen Elfmeter nach einem Foul von Flicks Lieblingsschüler Thilo Kehrer überprüfte und dann entsprechend zurückgenommen hatte. Also zumindest bei mir läuft alles. Ich weiß gar nicht, im Chat müsste dann halt auch mal eine entsprechende Bestätigung mal kommen, aber ist ein Mod da? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Deswegen. Naja, Deutschland spielte dann halt nur ein 1:1 gegen die Niederlande und zumindest gab es also somit zwei weiße Westen. Das Spiel gegen Israel letzte Woche Samstag oder am vergangenen Samstag hat ja das Flick-Team mit 2:0 ja gewonnen. So, und am Wochenende gibt es dann wieder Bundesliga und zweite Liga. Und WM gibt es ja erst im Weihnachten, wollte ich schon sagen. Ende des Jahres entsprechend. Ja, so wollte ich das sagen. Ich kontrolliere das jetzt, warte mal, Moment, ich kontrolliere das jetzt erstmal selber, ob ich wirklich geradewegs kein Bild habe, weil ich sehe hier bei OBS sehe ich alles in Ordnung. Weil ich würde lachen, wenn bei mir jetzt gar nichts mehr wäre. Da würde ich jetzt nämlich wirklich lachen. Einen Moment, Kanal. Weil wenn jetzt wirklich bei mir nicht, nee, bei mir ist alles in Ordnung. Also bei mir ist Bild, ja, jetzt muss ich es nicht unbedingt zeigen, aber egal. Ja, soviel dann zu den Meldungen von heute, von diesem 30.03., letzte Update-Ausgabe im März. Und wir kommen jetzt, ich komme jetzt mit euch zum Wetter nämlich und wir schauen da auf die Aussichten und ich sage nur eins. Warum ist das Wetter jetzt auf einmal wieder so scheiße? Warum ist es wieder so scheiße? Ich sag's so offen, wie es ist. Wir schauen auf die Aussichten für die Nacht, denn im Süden und im Nordwesten, da fängt's an zu regnen. So sieht's nämlich aus. Auch in Teilen von Sachsen und Nordrhein-Westfalen gibt es die ersten Schauer in der Nacht. Sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen so zwischen 2 Grad im Norden und Nordosten, auch in Berlin und bis 6 Grad in Bayern und auch im Saarland. Morgen dann, am Donnerstag, gibt es im Norden Sonne und ein paar Wolken. Im Rest des Landes es regnet. Im ganzen Land durchgehend. Zum Teil gibt es auch in höheren Lagen sogar Schnee. Ja, ist auch möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 4 Grad im hohen Norden und 11 Grad in Bayern. Also es ist nicht mehr so angenehm. Die weiteren Aussichten für die kommenden Tage. Der April, der macht, was er will. Das kennen wir ja. Und der macht auch wirklich, was er will. Das wird nämlich ziemlich komisch. Der macht nämlich wirklich, was er will. Am Freitag und am Samstag im Süden sogar Schnee. Und der macht auch, wie gesagt, sonst auch mal Regen. Generell wird es dann bis zum Sonntag wieder schön sonnig. Es wird nur halt wieder etwas kühler. Und deswegen war die Bezeichnung da auf Scheiße, ne, um das auch nochmal zu sagen. Temperaturen am Freitag zwischen minus 1 und plus 6 Grad. Am Samstag minus 3 bis plus 5, bis plus 7. Und am Sonntag zwischen minus 3 und plus 8 Grad. Also bitte, ne? Das kann man scheiße nennen, die Temperatur. Dass es zu trocken ist, ist auch scheiße. Dass es mal wieder regnet, ist auch gut. Aber die Temperaturen, dass es wieder fällt. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Wenn nicht, ja, ich wollte auch warmes Wetter haben, aber ich saß in Quarantäne. Kann halt nichts dafür. Doch, nee,
Ist egal, was soll's. Ja, das war's jetzt mit Update für den heutigen Mittwoch. Und ich habe noch ein bisschen was zu verkünden. Und zwar nämlich, was hier im Anschluss kommt. Ja, natürlich, Gaming, selbstverständlich. Games Live nämlich. Mit Pokémon Weiß. Ja, das geht hier natürlich direkt wieder weiter. Da bitte, daher, dass ich nicht danach, also nicht die Uhrzeit reingeschrieben habe, sondern danach, weil Update jetzt eigentlich maximal bis 21 Uhr geht. Also bis mindestens, also maximal 21 Uhr. Ihr seht aber die Uhrzeit, wie spät es jetzt schon ist. Ne? Kann es also sein, dass es ein bisschen später, wenn nicht sogar früher sein wird. Es wird aber auch so ablaufen, dass nämlich das nachfolgende Format, nämlich der Echo TV Games, jetzt wieder Games Live heißen wird. Zumindest optisch ist es jetzt noch nicht zu sehen, vielleicht schon am Freitag, vielleicht aber erst nächste Woche nämlich. Denn ich will das ein bisschen unterscheiden, ich will mich jetzt auch ein bisschen mehr wieder um den Dercho TV Games Account kümmern. Denn klar ist, dass es unter anderem auf YouTube geradewegs vorwiegend nämlich Gamesplays mit Pokémon nämlich gibt, also mit Pokémon Heart Gold im Übrigen. Das ist, Gamesplay heißt ja natürlich das Let's Play-Format von Dercho TV Games. Und um natürlich dann auch entsprechend ein bisschen, sagen wir mal, es ein bisschen mehr Identität zu geben für die Live-Sessions. Games Live wird es dann alles wieder heißen. Nicht mehr Dercho TV Games, sondern Dercho TV Games Live heißt es dann wieder. Neues Design und alles mit Logo. Flyer Freitag. Als April-Scherz. Vielleicht aber auch erst nächste Woche. Mal gucken. Außerdem habe ich noch zu verkünden, einerseits hier oben, nämlich da habe ich sehr selten nämlich drauf hingewiesen, Ausrufezeichen Ukraine oder geht auf derchotv.de/Ukraine nämlich. Das kann ich gerne nochmal machen. Und zwar geht es weiterhin um die Spendenaktion für die Ukraine, für die Kriegsopfer in der Ukraine nämlich. Da möchte ich gerne darauf hinweisen, wir streamen, ihr spendet. Drei Streamer machen da mit. Meine Wenigkeit, der Led Metallica, der Jakob, der auch natürlich Teil des derchotv-Teams ist und die Shiana Gaming, die liebe Sina, die auch mitmacht. Und ihr könnt natürlich entsprechend spenden. Wenn ihr auf Ausrufezeichen Ukraine geht, kommt ihr direkt auf diesen auf diese Spendenseite. Wenn ihr einen Euro übrig habt, zwei oder drei, dann tut es gerne, spendet. Hilft den Menschen in der Ukraine, die brauchen auch jetzt eine ganze Menge Hilfe und tut es halt einfach mal. Das tut den Menschen dort ziemlich gut, also es wird so sein. Und es wird am 30. April, wie gesagt, eine kleine, entsprechende, große Spenden-Streaming-Gala-Show, was weiß ich was, geben, wo ich mich dann hier auch wieder zum Affen machen werde mit entsprechenden Aktionen. Freut euch drauf, dass es dann dazu entsprechend mal wieder kommen wird. Der Bart kann diesmal nicht abgehen, der ist schon ab. Also, nein, und die Haare oben bleiben drauf, definitiv. Ja, das würde ich nur für 1 Million Euro machen, also. Jetzt spenden. Nein, das wird so sein. Und ich habe noch eine Ankündigung, weil sich bei mir privat finanziell sich so einiges jetzt erstmal geändert hat, zumindest vorerst mal für den April. Es kann sein, dass ich Ostern live bin. Spontan aber. Denn es wird, wie gesagt, an Ostern, eigentlich wäre es gedacht, dass von Gründonnerstag an, beziehungsweise von Karfreitag an, bis Ostermontag, sogar selbst am Samstag, der Kar-Samstag, Ostersamstag genannt wird, kein Stream geben sollte. Kann es sein, dass ich den Stream anschmeiße? Ob es dann spontan irgendwie was geben wird, ich entscheide das noch zeitnah. Es kann nämlich vielleicht sogar sein, dass ich sogar vielleicht Besuch bekomme oder dass ich nicht zu Hause bin und dann vielleicht bei Freunden hier in der Gegend zumindest Ostern feiere. Ist halt leider so im Moment. Ja, Zeiten sind hart, alles wird teurer, kannst du halt nichts machen. Ist halt leider so. Ja, das habe ich nur zu verkünden. Und was definitiv dann erstmal kein vorgezogener April-Scherz ist, das Update am kommenden Freitag wieder laufen wird, am 1. April. Und ich kündige das hier schon mal an. Es gibt keinen April-Scherz. In diesen Zeiten werde ich keinen April-Scherz bei Update machen. Wer das verlangt, der sollte sich erstmal den Kopf scheren. Oder sich, wenn er einen Bart hat, den Bart abrasieren, ne? Nicht, dass ich deswegen halt den Bart abrasiert habe. Nein, es geht halt einfach darum, es bringt halt einfach nichts, um zu sagen, dass entsprechend jetzt zu diesen Zeiten mal noch einen April-Scherz zu machen. Mit was, das wüsste ich halt selbst nicht. Wer Ideen hätte, wäre schön und gut. Aber wie gesagt, in diesen Zeiten mit News ein paar April-Scherze zu machen, das ist nicht das Stil von Dercho TV im Moment. Deswegen ist es leider so. Ja, und
Ja, ist eigentlich alles gesagt, ne? So gesehen. Also deswegen sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann gleich vielleicht wieder bei Games oder am Freitag zur Update. Bis dahin, bleibt gesund und haut's rein. Tschüss.